Hallo, im folgenden Video zeige ich euch mein neues Schulzimmer. Meine Team-Teaching-Partnerin und ich, wir durften bei der Einrichtung und Möblierung ganz viel mitreden und wir haben uns jetzt eingelebt und ich zeige euch, wie wir hier so arbeiten. Anfang Schuljahr durften wir hier einziehen. Die Schüler haben in den Ferien sogar geholfen, das zu bewerkstelligen. Das war ganz toll. Und wir sind jetzt, die ersten Wochen sind vergangen. Wir haben uns gut eingelebt und wir sind jetzt auch fertig mal so mit der Gestaltung, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da möchte ich euch ein paar Sachen zeigen. Wir lehnen uns ein bisschen bei der Einrichtung vor allem auch an das Churer-Modell. Ihr könnt mal nach Churer-Modell googeln, da findet ihr andere Schulzimmer, habt andere Einblicke noch, die auch nach diesem Modell arbeiten. Von der Idee her ist das so, dass die Lernenden individuelle Lernplätze auch haben. Also man kann an verschiedenen Orten in diesem Schulzimmer lernen und hat nicht einen fixen Pult in dem Sinn. Und es gibt einen Stuhlkreis, wo man sich trifft als ganze Klasse, wo man sich miteinander besprechen kann und dann nachher wieder an die anderen Plätze dann zum Arbeiten geht. Ich habe vorgesagt, wir lehnen uns daran an, also wir haben Ideen aus diesem Churer-Modell übernommen. Und es passt ganz gut zum gehirngerechten Lernen nach Birkenwil dazu, weil ja da die ganze die Einstellung zum Lernen, wie lernt man, welche Methoden kommen da zum Zug, das passt einfach zusammen und ich zeige euch gerne, wie das jetzt bei uns so eingerichtet ist. Wenn man im Schulzimmer mal so umhergeht, dann sieht man diese Korpusse, diese Möbel und da seht ihr, da sind solche Boxen. Da ist jetzt leer, weil die eben die Schüler an ihren Plätzen haben. Das sind also Boxen für die Schüler, da können sie ihr Material versorgen und diese lassen sich auch unter dem Pult einschieben. Da haben unsere Schüler die wichtigsten Schulsachen drin, die wichtigsten Hefte, das, was sie halt so täglich brauchen. Und was wir weniger brauchen, also zum Beispiel da die Englischbücher, die brauchen wir nur sporadisch, die sind dann halt hier versorgt und auch die Ordner für jeden Schüler findet man in diesen Regalen. Oben auf diesem Regal finden die Schüler alles, was sie so brauchen, Scheren, Leim, Klebstreifen und so weiter, also das, was man halt so benötigt beim Lernen. Hier sind beispielsweise auch die roten Folien für den Folientrick versorgt, da kann man sich dann bedienen. Also gehirngerechtes Rechtschreibtraining, falls ihr das noch nicht kennt. Ich verlinke mal das Video. Und hinter dieser Ecke ist auch unser Sofa. Hier, das ist unsere Lernecke. Da können sich die Schüler mit Lernstoff eindecken. Wir haben hier quasi eine Menükarte. Das heißt, wenn Lernende, die eben rascher arbeiten, die schneller fertig sind mit einem Thema, aber das gilt auch mal für alle, also wenn man sagt, jetzt ist eine Lektion individuelles Lernen, ihr könnt euch mit irgendetwas aus dieser Menükarte quasi eindecken und daran lernen. Wir nennen es jetzt Lerngelegenheiten, dann können Sie sich da was aussuchen und Sie finden das Material dann jeweils hier in diesen Schubladen verstaut und können dann entweder hier gleich arbeiten, das sind jetzt einfach drei Lernplätze, oder Sie nehmen die Sachen dann an Ihren Platz und lernen dort weiter. Wir haben jetzt gemerkt, dass das Bedürfnis auch da ist, dass man eben zum Beispiel passiv hören könnte, noch zusätzlich mit dem Kopfhörer. Also ich lasse ja ab und zu Texte laufen dann für die ganze Klasse, dann hören wir alle gemeinsam passiv, beispielsweise wenn die Lernenden am Zeichnen sind oder so oder was einschreiben, dann kann es sein, dass ein Englisch, Französisch oder ein Text, ein Deutschtext im Hintergrund läuft, aber die Schüler möchten auch quasi gerade schon zwei Fliegen auf einen Streich erledigen, also Hausaufgaben machen, wie zum Beispiel so und so lange passiv hören, Französisch Dreck sowieso und dann finden sie hier die CDs
Und Sie können entweder da oder mit anderen Kopfhörern, anderen Geräten können Sie dann passiv hören und gleichzeitig eine andere Lernaufgabe erledigen. Da ist das Bedürfnis relativ groß gewesen, also etwa die Hälfte der Klasse gesagt, doch, wenn wir das können, wenn wir das dürfen, dann würden wir das gerne machen. Da ist grundsätzlich mal eben zusätzliches Material hergerichtet, das wird dann auch ab und zu natürlich ausgewechselt, dass da nicht immer das Gleiche zu finden ist. Und ich zeige euch mal, was da so drinstecken könnte. Hat sich ein Lernender für eine Lerngelegenheit entschieden, dann hat er in der Agenda eingeklebt ein Blatt. Dort sind diese Aufgaben ebenfalls aufgelistet und dann kann der Schüler, die Schülerin dort vermerken, wann er mit der Aufgabe begonnen hat und wann er sie beendet hat. Angenommen, ein Schüler möchte jetzt den Steinzeitcomputer ausprobieren, dann findet ihr hier die Vorlage, da die Steinchen dazu und er findet dann den entsprechenden Link auf Teams, schaut sich den entsprechenden Film an und kann das dann nachher ausprobieren. Oder ein anderes Beispiel, man könnte jetzt zum Beispiel mit den aktuellen Wookie-Karten aus der Englisch-Unit mit einem Lernpartner zusammen lernen und sich da gegenseitig Begriffe erklären, dann findet man da eben auch die entsprechenden Karten. Es gibt hier auch Posten, die man mit Kopfhörer absolviert. Das ist jetzt eines Französisch, eines Englisch. Hier ist es beispielsweise ein Bilderbuch, das man sich anschauen und eben auch anhören kann. Und mit der Dekodierung dazu, dass man eben das auch versteht. Die Lernenden wissen ja, wie das funktioniert und können dann hier selbstständig arbeiten. Auch der Posten mit der Song-CD ist beliebt. Also hier mal einen englischen oder französischen Song hören. Ein Lied hören und eben auch verstehen, was da gesungen wird. Was wir hier im Schulzimmer auch schätzen, ist, dass die Schüler sich ausbreiten können. Also wir haben auch noch Lernplätze, die quasi nicht unbedingt benutzt werden, die aber zur Verfügung stehen, wenn mal ein Lernender mehr Ruhe braucht oder einzeln halt was machen will, dann kann er sich auch wegsetzen von der Klasse. Was wir vom Churer-Modell ebenfalls übernommen haben, ist der Stuhlkreis. Bei uns steht der aber nicht fix, sondern wir stellen den einfach auf, wann wir ihn brauchen. Die Hocker sind sehr leicht und lassen sich stapeln, sind also schnell auch wieder weggeräumt. Wir wollen den Platz da nicht missen und brauchen den auch sonst für Bewegungsübungen oder zum Impro-Spielen oder so. Also das ist bei uns nicht fix eingerichtet. Die Klasse hat heute Morgen mit den Einträgen in die Memo-Flips begonnen. Wir stecken mitten im Thema Gehirn und Lernen. Und jetzt kommt auch wieder vermehrt unser System der Coaches zum Zug. Jeder Schüler ist Coach für ein Schulfach. Also es gibt zum Beispiel Rechtschreibcoaches oder für Mathe, für Englisch, für Französisch, für Impro-Theaterspielen, für Sport, alles Mögliche. Jeder ist also Coach für irgendein Thema. Einzelne Schüler sind auch Coach für zwei verschiedene Sachen. Und ich habe dazu schon mal ein Video hochgeladen. Ich verlinke das noch, falls euch das interessiert. Beim Rechtschreibcoach zum Beispiel ist es jetzt so, dass wenn die Schüler Texte schreiben, dann gehen sie zuerst zur Korrektur zu einem Rechtschreibcoach und kommen dann zu mir als Lehrerin und zeigen es dann da noch. Das funktioniert so ganz gut. Die Lernenden helfen einander und können ihre Stärken nutzen. Und das trägt zu einer guten Lernatmosphäre hier bei. Das einfach so nebenbei bemerkt. Ich finde, jetzt passt die Art, wie wir lernen, so richtig zu unserem Schulzimmer oder umgekehrt, das Schulzimmer passt zu der Art, wie wir lernen, wie wir lehren hier drin. Das ergänzt sich jetzt natürlich prächtig und wir sind sehr glücklich hier. Noch was zum Churer-Modell, was ich noch sagen wollte. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man ganz strikt nach diesem Churer-Modell arbeiten würde,
Dann würde man zum Beispiel eben in diesem Sitzkreis etwas besprechen, vielleicht ein Mathe-Thema einführen oder etwas in Deutsch oder so. Und dann ist es nach dem Churer-Modell so, dass die Lernenden in verschiedenen Niveaus dann Material fassen, also quasi leicht, mittel, schwieriger und dann so arbeiten gehen. Ich könnte mir das gerade bei Mathe ganz gut vorstellen, ich unterrichte aber selber keine Mathematik. Und bei den Themen, in denen ich eben hier arbeite mit den Kindern, da macht dieses System für mich jetzt wenig Sinn, weil wer weiß, wie ich arbeite beim Sprachenlernen. Ich unterstütze die neuronal langsameren Lerner lieber anders, also nicht, dass sie einen leichteren Text kriegen würden oder quasi weniger machen wie die anderen, sondern wir setzen da an einem etwas anderen Punkt an, also zum Beispiel durch eben mehr passives Hören oder vermehrt aktiv hören, damit es nachher gut klappt mit dem passiven Hören. Also ich setze da ein bisschen an anderen Punkten an und darum habe ich dieses System nicht übernommen. Ich finde es ganz toll, wenn man eben aus solchen, von solchen Ideen profitieren kann und es muss schlussendlich natürlich zu einem selber auch passen, zum Stil, wie man arbeitet. Und ich halte es da ein bisschen wie Vera F. Birkenbiel, schauen Sie es an wie ein Shoppingcenter und da nehmen Sie auch nicht alles mit, sondern dann nimmt man eben das raus, was für einen passt und lässt das andere liegen. Ich schließe mal ab mit ein paar Bildern aus einem voll bestückten Schulzimmer. Man sieht zwar nicht alle Schüler, weil ich nicht alle filmen darf, aber diejenigen, die ich darf, dann seht ihr mal, wie das so zugeht. Das wird gleich soweit sein, die ersten werden bald eintreffen und dann füllt sich dieses Zimmer wieder mit Leben. Hallo miteinander. Grüezi Frau Hollenstein. Hi. When you are in England and you want to learn English, no, you want to learn a language that is English. What we speak here? What we German? Speak. German? Yes. Ah, it's yellow and.